Wer mich kennt, weiß, Gordon Ramsay, Nummer 1. Jetzt wäre der Tod, so rest in peace. Nein, Gordon Ramsay, mein persönlicher König, wenn es um das Thema Kochen geht. Aber wer auch gut ist und natürlich sich in Deutschland immer sehr durchgesetzt hat, bestimmt auch bei euch eine große Fangemeinde pflegt, ist natürlich Jamie Oliver, der einfach existiert. Ne? Heute machen wir, wie ihr schon im Titel gesehen habt, keine Ahnung, da ist eine Katze. Ja, viel Spaß beim Reinanimieren. Katze? Ich. Hallo. Und ich bin jetzt ein Hund. Wuff. Okay. Wir machen heute die Carbonara von dem. Einfach nur wegen dem bekannten Lied. Ihr kennt das. Es war letztes Jahr großes Thema hier. Carbonara Iuna Coca-Cola. Nur heute ohne Coca-Cola, weil ich inzwischen seit... Oh Jesus. Ich kann mir vorstellen, wer es ist. Oh, oh. Ja, da. Das ist natürlich... Das fangen wir jetzt dann direkt an. Hör mal kurz 2 Sekunden, weil die wollen nur was abholen. Wir sehen uns sofort wieder. So, ich verstehe es auch gerade nicht, ja? Du kriegst von mir den offiziellen Gladbach-Karnevalsort verliehen. Warum hast du das und warum gibst du mir das? Hab ich bekommen und ich dachte, du bist Gladbach-Fan, deswegen hier, bitteschön. Hab ich bekommen? Hä, woher hast du das? Warum hast du das? Ja, weil... Was soll das? Der ist Köln-Fan. Wer hat ihm das geschickt? Habt ihr, also aber ich mach das dir zuliebe. Dass du das behältst und nee, in den Karnevalsverein eintrittst und als Jünter durch den mit dem Gladbacher Zug mitläufst, toll, dass du das ja gemacht hast. Wir haben den Handshake hier. Dankeschön, das ist ja total nett. Das sind ja eine der wenigen Sachen, wo man ganz klar sagen muss, Sachen, die man nicht in YouTube-Videos macht, sind Religion, Politik und Fußballverein. Von daher würde ich sagen, machen wir das Video doch ganz entspannt weiter. Ach ja, ich wohne ja übrigens in Köln. Es ist schon hart, was? Ja, gleich Weg nach Hause wird mördergeil. Ich fühle mich gut. So, weil gleich aber geht's du musst weiter. Jetzt auch, dadurch, dass ich dir den Orden geschenkt habe, musst du schon einmal mit ins Rhein-Energiestadion kommen, in die Südkurve. Habe ich noch nie was von gehört. Mit was ist Sachen. Das? Rhein-Energie ist was? Dieser Bunker? Das sind die Klärwerke. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, weil ihr wollt ja eigentlich nur was holen. Ja, genau. Danke, das ist sehr nett übrigens. Ja. Das ist sehr nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Das, du hast ja gar nichts mit zu tun, das ist wieder nur seine blöde Idee. Ne? Von Jan kriege ich wenigstens noch coole Geschenke. Die sind cool, die Geschenke, ich freue mich drüber. So, da sind wir wieder. Keine Ahnung, die sind jetzt wieder weg. Ich verstehe gar nicht, was hier gerade passiert ist. Aber danke schön, danke Tim. Ich bin's, Tim. Keine Ahnung, Grüße gehen raus. So, wir fangen jetzt an, so wie das gemacht wird. Erstmal nehmen wir uns hier den Bauchspeck. Das ist das Einzige, wo wir jetzt ein bisschen variieren müssen, weil der gute Jamie Oliver hat in seinem Video Wange, wo da ist ein bisschen mehr Fett dran. Das haben wir nicht bekommen. Sind wir ganz ehrlich, da haben Miguel und ich 4,5 Stunden sind wir durch die Prärie von Italien gewandert, haben wir nicht gefunden. Dementsprechend wird das vorreichen. Ich merke aber gerade, dass ich das total falsch mache. Und wir müssen auch ein bisschen drumherum arbeiten, weil in seinem Rezept sind es, glaube ich, 200 Gramm Nudeln und ein Ei. In dem Rezept auf seiner Webseite sind es 3 Eier und 200 Gramm Nudeln. Deswegen mache ich einfach Mitte 2 Eier. So, machen wir mal einfach Una-Ei. Bist du Carbonara-Fan? Ja, du? Jesus. Mit Schale oder Schale? Ach, bisschen beides. Bisschen beides. Einfach Kalzium, Vitamine, ist gut für die Knochen und so. Ich fühle mich irgendwie so, als wäre ich so eine Küchenhilfe gerade. Ach Quatsch. Einfach nur, ach, ich mach das jetzt mal ab, bei aller Liebe zu Gladbach. Ey. Und jetzt ist nämlich auch der Unterschied, er hat hier Parmesan drin. Ich glaube aber, dass ein bisschen älteres Rezept sagt, aber Pecorino, das da soll man auf jeden Fall nehmen anstatt Parmesan, weil das einfach ein bisschen feiner ist und näher am italienischen Original, wenn man eine Carbonara macht. Riecht auf jeden Fall wie ein Käse. Ich habe echt ein Problem mit Käse. Käse langsam. Ich war nie der Käsetyp. Jetzt fängt es an und ist nicht gut, weil ich bin ja so schon ohne Käse und überbackene Sachen fett geworden. Und wenn das jetzt anfängt, dann ist ciao. Dann ist so nur noch Blutgruppe Cholesterin, Alter. Machen wir mal den Grinder. Bam. Ich tue mal kurz den feineren etwas rauf, weil dann machen wir nämlich hier noch ein bisschen oder hier schon mal in den kurz rein. Ein bisschen von dem Cheesy. Ich glaube, so macht man das nicht, ne? Man macht das nie so. Ich lasse jetzt einfach, ich mache das nur unten weiter. Hast du gesehen den Übergang aber, ne? Das ist so, wie als wenn die Ballerina links tanzt oder rechts. Bewegt sich meine Hand oder bewegt sich meine linke Hand? Welche Hand bewegt sich? Na. Jetzt bewegen sich gerade beide, oder? Ich weiß es auch nicht mehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall davon ein bisschen was. Und dann kommt hier nämlich schon in 2 Eier. Ein Schuss Cheese. Ist auch schön, dass hier nie Angaben stehen, deswegen... Das ist halt eigentlich ein ganz befreiendes Rezept, weil du weißt, du kannst halt das so machen, wie du willst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist dann eigentlich ganz geil. Auch geil, dass auf der Webseite die so anfangen und der macht das im Video ganz anders. So, der macht das von der Reihenfolge viel smarter. Ich mach das jetzt so ein bisschen mittendrin. Nicht wundern. Wir haben guten Pfeffer auch hier.
Er grindet aber selber den Pfeffer, also nicht grindet, sondern zerdrücken, so mahlen, ne, und siebt den dann und dann hat er ganz feinen Pfeffer. Wir haben aber keinen Mörser, können uns natürlich aber gemahlenen Pfeffer so holen, damit wir das hier auch mal haben, um das so zu machen. Bist du bereit? Das zum Grinden. Nein, nicht zum Grinden. Perverser. Jetzt machen wir mal hier das Ganze schon mal ein bisschen zusammenmixen, damit das hier richtig eine richtig schöne Masse wird, ne? Dann schon vorgedings ist, weil in dem ganzen Rezept mit einer Carbonara durch den Speck nimmst du wenig Salz, weil der Speck ist ja schon unfassbar salzig und normalerweise auch ja, der Parmesan oder der Käse, dann haben wir hier ordentlich Pfeffer auch drin, da müssen wir nachher nicht mehr die Nudeln so viel pfeffern. Ready for it? I'm ready for it, are Geil. You ready for it? Weiß ich nicht, ich habe nur einmal eine Carbonara hier glaube ich auch gemacht und das war mit Falco, eine original italienische Carbonara, hat er gesagt. Und dann hat er mir erzählt, er ist gar kein Italiener. Hm? Falco Gate? Nein, Quatsch. Jetzt mache ich das mal so logisch, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß ja im Kopf, um was es geht. Und es ist ja auch eigentlich sehr einfach. Ich habe gestern alle Messer geschärft. Möchte Hast ich du? Mal sagen. Ja. Deswegen guck dir das. Jetzt bin ich gespannt. Warte. So, okay, jetzt. Oh. Und das noch durch dicken Speck. Machen wir mal den hier. Dann würde ich das so machen, damit wir schöne kleine Speckwürfel haben. Sind auch halt so fettig, ne? Da muss halt nicht viel machen. Und dann würde ich einmal vielleicht hier schon durchsensen. Oh, dann hat man zumindest schon mal den Anfang. Bam. Boah, zum Glück habe ich das geschärft, ne? Das jetzt mit einem nicht scharfen Messer. Ciao. Oh, was ist das? Oh, okay. Nein. Das ist zu gewürzt. Wir nehmen uns mal so eine Knoblauchzehe. Denn die müssen wir eigentlich nicht groß vorbereiten, außer mit einer Sache. Wir machen nämlich einmal hier den üblichen. Ich mache es jetzt mal, wie Jamie Oliver das gemacht hat. So, Flavor. Bam. Ja. Einfach so macht er das. Flavor. Schade. Also, ich kann dir das erklären, weil ich das Video geguckt habe. Ansonsten könnte ich dir das nicht erklären. Du nimmst den Garlic, ne? Den Knoblauch nur mit rein, damit der, und dann mittlere Stufe mal, damit der Speck hier nach und nach durch die Temperatur, durch die hohe, ne? Mhm. Zum Anfang und durch das Garen, nur die, durch das Fett im Prinzip, die Flavors aus dem Knoblauch zieht. Also der Geschmack vom Knoblauch wird durch das Anbraten des Fettes und das Öl, was das Fett abgibt, dann sozusagen aus dem Knoblauch gezogen und am Ende nimmst du den Knoblauch einfach ein bisschen mit raus. Nebenbei jetzt schon, ganz wichtig, einmal eine Schutzel. Wir haben jetzt ein paar Leute, die Carbonara mitessen werden, deswegen mache ich auch ein bisschen mehr. Habe ja schon gesagt, deswegen werde ich gleich die Nudeln da reinhauen. Die Nudeln dann mit ganz leicht gesalzenem Wasser und dann, wenn die ready sind, mit in die Pfanne dazugeben. So, alrighty. Also es kommt ja ein bisschen aufs Gericht an, ne? In dem Fall hast du jetzt was sehr salzig ist vom Grundgericht her, ne? Mhm. Also vom Bacon jetzt sozusagen oder von dem Schinken. Mhm. Deswegen da deutlich weniger Salz. Ansonsten, ich bin immer ein Fan, wenn man das Nudelwasser ordentlich vorsalzt, weißt du, dass du richtig salzige Nudeln hast und weniger in der Soße brauchst oder so, weißt du? Also meine Bolognese ist sowieso immer so mega krank gewürzt, deswegen gucke ich, dass ich da immer eigentlich so wenig wie möglich Salz drin habe und die Nudeln halt ein bisschen salzig sind. Das sieht doch schon ganz geil aus. Der Knoblauch ist hier auch am Start. Perfekt. Und dann geht da oben gleich das Wasser an. Das, was mich gewundert hat in dem Video, als er das zubereitet hat, ist, dass er in kaltes Wasser gefühlt die Nudeln gemacht hat. Mhm. Weil ich nicht verstehe. Von daher, don't know. Wenn die Nudeln ready sind, dann sehen wir uns wieder, weil Nudeln machen, das überspringen wir jetzt schon seit einem halben Jahr. Wir sehen uns wieder, wenn die Nudeln ready sind. Bis gleich. Nudeln sind fast fertig, meine Uhr bimmelt gleich. Ich mache jetzt schon mal hier so ein kleines Tellerchen raus, weil dann können wir hier schon mal den sogenannten Knoblauch rausfischen. Denn der Knofi hat sich hier ein bisschen zerteilt. Na, das hat sich hier wirklich komplett zersetzt. Habe ich ein bisschen zu feste geschlagen. Wer macht das denn mit dem Hammer? Nur Idioten. Hallo. So, Nudeln müssen fertig sein. Das heißt, jetzt kommen die Tricks von Jaime Oliver. Zum einen machen wir jetzt Folgendes. Das hier ist am Köcheln, aber nicht hoch genug. Deswegen haben wir gelernt, Miguel. Wir haben gerade nochmal das Video geguckt. Erstmal habe ich jetzt hier gerade Bacon reingeschmissen. Nehmen wir die Noodles frisch und dann bam, in die Pfanne und bam, in die Pfanne. Oh jeez, ist das tief. Okay, das Ganze soll jetzt, Miguel, nicht kochen. Genau. Das heißt, wir tun ein bisschen Wasser rein, weil das darf nicht braten. Wo-oh. Schön wo-oh. Damit das nicht brät, aber so ein bisschen brutzelt, damit man halt diesen Soßenflair kriegt.
Und dann Technik. Es sind zu viele Nudeln. Es sind viel zu viele Nudeln, um das zu machen. Aha. Scheiße. Jamie Oliver muss stolz sein. Ich will einmal in die Küche mit Jamie Oliver. Auch wenn es viel ist. Komm, komm, komm. Okay, ungefähr. Kriegen wir schon hin. Das kommt jetzt noch mal ein bisschen auf Temperatur. Und dann, während das gerührt ist, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht flippen, weil ich habe zu viele Nudeln da drin, mache ich jetzt einfach das hier mal drunter. Die Würze. So, dann mache ich mal so. Und bam. Und dann machen wir mal, während hier der ganze Shit am Start ist, zack, 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 machen wir mal hier so ein bisschen Bewegung rein. Zack, man merkt hier im Hintergrund die Anspannung der tausenden Zuschauer, die sich das hier angucken. Das muss sich schön, es ist tausend Leute hier, das musst du rein animieren. Das ist ja das Essentielle an einer guten Carbonara. Ne, kein Rührei haben, was natürlich jetzt passieren kann, wenn man nicht schnell genug ist. Und das ist natürlich schwierig wegen der Pfanne. Oh Gott, oh Gott, es ist zu viel gewesen. Aber wir kriegen das hin. Einfach den Twister. Das ist, glaube ich, das ist das Wichtige. Den Twister. Zack. Und bam. Oh Jesus. Oh Jesus. Und dann machen wir so. Wo ist es? Wo ist es? Let's grate the cheese, man. So, jetzt ist das schon wieder ausgegangen. Ich sag's dir. Jetzt machen wir hier noch schön. Komm, groß. Du schmilzt eh ein. Hier noch ein bisschen Cheese drüber. Dann haben wir nämlich noch, weißt du, die schöne cremige davon. Da bin ich sicher, dass ich das ungefähr hingekriegt habe jetzt. So, zack, Cheese. Sieht zwar aus wie ein Saustall, was ich jetzt veranstaltet habe, aber das muss sein. Das ist Kochen mit Elan, mit Liebe, mit Feuer, mit... Mit Sex. Sex. Danke, Miguel. Schöne Ergänzung. So. Oh Gott, das ist die Energy, die wir gebraucht haben. Wenn wir das reingestopft haben, haben wir 800 Kilokalorien in uns drin. Und das geht auch noch für mich bestimmt. Und dann noch ein bisschen... Miguel, was? Woa. Woa, bitte. Ich mache jetzt einfach Woa hier rein. Woa, um ein bisschen mehr Sauce zu kriegen, ein bisschen mehr Sauce. Dafür brauchen wir eigentlich ein bisschen mehr Hitze auch. So, Hitze, Sauce, woa. Kann der Mann, natürlich ist der Mann so dünn geworden, ne? Der ist ja mega Elan, viel zu viel für die Pfanne. Deswegen ist das gerade so schwierig. Ich hab alles, was der gemacht hat, weil halt ein paar Leute hier mitessen wollen, auf doppelt gepolt. Aber alles auf doppelt, außer die Pfanne. Das hat dann nicht so gut geklappt. Das hier ist natürlich jetzt Pfanne komplett am Zerkratzen. Ich merke das schon, Leute, in die Kommentare gerade. Oh Gott, ich kann das nicht so cool wie er. Es ist alles gespritzt. Oh Gott, was ein Drama. Bin ich nicht ein Koch-Channel? Akzeptiert mich. Kochen bringt mich zum Glück nie an meine Grenze. Meine Oma tut so weh, ich kann nicht mehr rühren. Und jetzt ist mir jetzt fertig. Das ist Carbonara. Ich kann weinen gerade. Okay, wir tun das jetzt schön auf den tiefen Teller. Philipp, möchtest du Carbonara? Also Carbonara ist normalerweise nicht meins, aber ich bin dabei. Was? Ja, das ist tatsächlich so. Okay, dann machen wir jetzt erstmal so. Migi kriegt natürlich später. Deine was? Deine Ex? Aber bessere als ich, das finden wir jetzt raus, ne? Jetzt geht's darum, ich gegen Philipps Ex. Das war bei Italienerin. Ja, ist mir doch egal. Warum hast du Wein in der Hand? Was passiert denn jetzt hier gerade? Okay, alles klar. Gut, in diesem Sinne, wir haben nur noch eine Gabel. Keine Ahnung, wie wir das essen, Philipp, bin ich ganz ehrlich. Aber sollen wir uns an den Tisch setzen kurz? Löffel hat die Ex auch immer mit Löffel gemacht. Alles klar. So, jetzt sitzen wir hier. Bist du bereit? Ich weiß nicht, wie du das essen willst mit einem Messer und wir haben keine Gabeln mehr. Ich weiß auch nicht, wie wir heute 50 Gabeln verbrauchen konnten, wenn wir nur zu dritt in diesem Büro waren oder zu viert den halben Tag. Ich bin gespannt, wie schmeckt du. Wo ist die Begeisterung? Hallo? Ja, ich versuche mich hier noch... Ja, ich bin auch so ein bisschen... noch so durchzudenken hier. Also da stand, das ist ein easy Gericht, ne? Aber ich finde, ich habe die Soße nicht so cremig bekommen wie der. Also es ist sehr cremig so, aber ich finde, der Käse gibt nicht so viel, wie Parmesan geben würde. Weil der hat extra nicht Parmesankäse dazu gesagt. Der wollte nämlich den wir geholt haben. Ich hätte da Parmesankäse zugemacht. Das wirkt dann, wenn er schmilzt, geiler. Also mit dem Bacon ist übel geil. Bacon ist übel geil, aber da fehlt der Parmesan-Kick. Parmesan ist deutlich... vollmundiger, finde ich, als diesen Parmigiano-Reggiano, den wir geholt haben. Das mag zwar der Tipp von Jamie Oliver sein, in seinem Video, aber im Rezept auf der Webseite hat er nämlich Parmesankäse. Also ich glaube, mit ein bisschen Parmesankäse drüber, wenn der jetzt noch schmilzt bei den warmen Nudeln, ist geil. Ansonsten echt okay. Aber ich habe es auch natürlich so ein bisschen verhauen, weil ich ein bisschen zu viel hatte. Aber trotzdem, falls ihr Philipp betrunken sehen wollt, schaut immer auf seinem Kanal vorbei, weil danach nimmt Philipp jetzt noch Drunk Everything auf, produziert ein Jahr vor und geht dann nur noch auf Festivals. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da und ein Abo auf jeden Fall, wenn ihr neu dabei wart. Dankeschön an Jamie Oliver. Komm noch mal vorbei, Lieblingsessen kochen. Ich würde auch gerne abnehmen. Come on over here, let's do some cooking in this kitchen, innit, bum? Ciao, Philipp ist Brite.
Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!